Ja, ein paar Bier geschnappt und jetzt Pizza. Oh, dann lass es dir schmecken. Mahlzeit, Mahlzeit, Kriux. Bei dir alles gut? Ja, alles tutti frutti wie immer. Danke dir. Alles super. So. Können wir uns... Du kennst die Regeln, oder? Na, Herkules Cup geht nicht. Was steht hier? Erstens, das Einzige, was bei den Spielen verletzt werden kann, ist der Stolz. Kämpfe hart. Zweitens, Pausen sind stets erlaubt. Kämpfe, solange du Lust hast. Keine Rufbeschwörungen erlaubt. Kämpfe mit eigener Kraft. Okay. Oh, was haben wir hier? Phil Cup Siegertrophäe. Und hier Pegasus. Jawohl. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch der Herkules Cup. Ich bin nochmal pennen. Viel Spaß euch noch. Alles klar, Wayne Train. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Gute Nacht. Schlaf gut. Oh yeah. Jetzt stehen wir ganz oben. Sehr gut. So, müssen wir nochmal die Welt verlassen? Oder schaltet man das erst später frei? Finny, weißt du da was? Wegen dem Herkules Cup? Ich bleibe noch ein wenig im Lurk, gehe aber auf die Couch, noch etwas Serie schauen und den Feierabend genießen. Alles klar, lieber Lina. Und danke dir nochmal für den Host und den Raid, gell? Mach's gut, da sage ich schon mal gute Nacht. Ich werde eh auch nicht mehr so lange machen. Schätze ich. Ich schätze maximal noch eine Stunde oder so. Höchstens. Danke dir nochmal, gell? Irgendwie... Will der Herkules Cup? Nein. Leider nicht. Vielleicht wirklich erst, wenn wir den Stein hier entfernt haben. Noch eine Stunde, dann Dead Cells, genau. Niklas. Heute wird es kein Dead Cells mehr geben. Vielleicht morgen. Vielleicht. Ich habe zwar gesagt, erst nächste Woche, aber irgendwie würde mich jetzt schon wieder reizen. Ne? Weil es halt gestern wirklich knapp war und ich sehr viel Pech hatte. Leider. Aber schauen wir mal. Ich bin gerade in so ein Fresskoma gefallen. Sind deine zwei Burger schon verputzt oder was, Niklas? Kriux gönnt sich Bio-Bier und eine vegane Rindfleischpizza, was? Ich dachte, morgen wäre Dark Souls dran. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Niklas. Ja, längst bin ich erstmal eingepennt. Ah, das ist schön. Denk an Sonntag, Tommy. Ja, keine Sorge, Steve. Sonntag gibt's Party, ja. Alles gut. So, ich würde mal sagen,
gehen wir zu... warte mal. Gummimenü? Ich gehe mal ins Gummimenü. Geppetto hat uns ja was gegeben. Ich glaube ja, dass das... Ja, genau. Hä? Aber warum Flugplan? Nein. Alles nein. Stingray. Oder? Ah, der ist sogar schwächer. Sirene oder Karbunkel? Leute, was sagt ihr? Karbunkel oder Sirene? Das würde mir mehr schaden als gut tun. Definitiv Bombay. Ja, Bombay ist... Das Tempo ist halt nicht so gut. Ich hab jetzt eher aufs Tempo geschaut, auf die Sterne. Aussehen ist mir eigentlich egal. Deswegen Sirene oder Karbunkel. Mir ist es eigentlich wurscht. Sirene? Okay. Ich weiß sowieso nicht, wie das funktioniert. Das mache ich zum ersten Mal. Oh ja, nicht genügend Gummisteine vorhanden. Trotzdem erstellen. Nein. Und hier? Ah, Karbunkel geht. Karbunkel wird gehen. Oh, tut mir leid, Fini. Ich habe das vorher nicht gewusst. So, ja. Und wie erstelle ich den jetzt? Ja. Nein, 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 nein. Wie geht denn das? Wie funktioniert denn das? Umsteigen? So, eintragen. Eintragen. Ja. Ah, okay, alles klar. Okay, passt. Wir haben ihn. Das Kondomi. Ja, ja, es bleibt weiterhin das Kondomi. Nur hat's ein anderes Outfit. Ein anderes Aussehen. Unser Kondomi. Okay. So, gehen wir zurück nach Traverse. Wir haben ja wieder eine verlorene Seite. Oh, wie das jetzt aussieht. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Haben wir auch wieder einen neuen Stein oder so? Meine Welt ist auch verschwunden. Leider nein. So. Jetzt schau ich nochmal. Truhe. Verlorene Seite. Steht die hier drin? Heldenlizenz. Hier, ja. Okay.
So, nur was ist neu? Das ist die Frage. Was ist hinzugekommen? Ah, das hier. Das hier, glaube ich, ja. Eine Richtung voll mit Baumstümpfen. Hineinschauen, ja. Jetzt bekommen wir wieder eine kleine Geschichte. Da ist der Tiger wieder. Oh, wer ist da oben? Ah, das ist eine Truhe. Aha. Dies ist mein Sprungpunkt. Hier können wir den ganzen Tag herumspringen. Nichts ist besser als hüpfen. Willst du auch springen, Sora? Das macht riesigen Spaß. Riesigen Spaß, okay. Wenn du wie ein Champion springen willst, brauchst du ein paar Tipps vom Champion. Eule, du bist kein Springer. Überlass das mir und Tigger. Ich fürchte, du hast recht. Ich denke, ich kann nicht immer Vorbild sein. Zum Springen hier drüber. Ja. Tigerspringer. Beobachte genau Tigers Sprungfolge und spring ihm nach. Das ist zum Aufwärmen. Vielleicht sollte ich die Gruppenfähigkeit dann ausschalten. Ah nein, wir haben eh das normale. Okay. Das ist zum Aufwärmen. Okay, okay, okay. Jetzt wird's knifflig. Was war das jetzt? Wie ist er jetzt gesprungen? Das war schon mal falsch. So? Achso. Guck mal. Aha, man muss sich das merken. Okay, okay, okay. So, so. Oh, wie sich die Kamera immer wieder dreht. Okay. Ich glaube, ich habe es mir gemerkt. Das hast du großartig gemacht. Jetzt kommt der Letzte. Huhuhu. Mhm. Okay. War da nicht doch eine Truhe? Ja, da hinten. Okay. Okay, das war knapp. Du bist ein toller Hüpfer geworden, Sora. Stimmt, Ruh. Das war's. Hey Tigger, ich glaube, er ist jetzt für den großen Sprung bereit. Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Tigers Urne. Schlage die Früchte zur Urne zurück, um die Urne zu knacken. Okay. Ha!
Okay, 20? 20 Stück? Ernsthaft? Die werden aber schon schneller, oder? 20! 20 Stück muss ich jetzt so umschleudern. Okay. Zack. Eins nur noch. Okay, okay, okay. Die haben irgendwann für zwei gezählt. Sehr schön. Oho, was haben wir hier Schönes? Abilitamin. Aha. Oh, was haben wir hier Schönes drin? Mitri. Einfach so versteckt. Komm, lass uns wippen. Wo ist er? Ich möchte eh gern hoch. Mit wem willst du wippen? Mit Tiger. Oh, okay. Das muss ich mir noch holen hier. Zack. Zack. Oh, ich seh nix. Ich seh nix. Sprich mal die Eule an. Mach ich gleich. Oh, ich seh nix. Oh. Sehr schön. Walgummi. So, warte mal. Wir reden mal mit Puh. Mit dem mal. Das ist kein Honigbaum. Der kann auch nur an Honig denken. Der ist wie ich, nur mit nur statt Schnitzel Honig. Der Puh. Was das hier wohl ist? Der kleine Kondomi. So, die Eule. Wo ist die Eule? War die nicht hier? Wie verfressen der ist. Das ist so gut. Einfach gut. Wo ist denn die Eule jetzt? Die ist jetzt weg, oder? Ah, hier ist sie. An diesen Bäumen wachsen besondere Früchte. Bringen Sie mir, dann können wir tauschen. Okay. Okay, okay, okay. Ah ja. Ach, was tue ich? Pfeil. Komme ich da drüber? Oh! Leider nein. Dann springen wir nochmal mit Tiger. Du.
Oh mein Gott, was tue ich denn? Alle hopp. Ei. Irgendwie rutsche ich immer irgendwie ab. So, jetzt aber. Warum rutscht denn der so? Ah, das war der falsche Weg. Da wollte ich gar nicht hin. Dreh die Kamera! Soll ich zuerst auf die Blätter da? Und da rutscht er runter dann. Es geht nicht, es klappt nicht. Warum geht das nicht? Kommt man so hoch? Nein. Boah, ich will die Truhe haben hier. Ich will die Truhe. Die ist so schön. Probieren wir es hier nochmal. Ah, springen müsste ich. Früher. So, probieren wir mal Ruhe. Aha, jetzt sind wir da. Okay. Ah, da sind die Früchte. Nur eine? Du hast eine Frucht gefunden. Hier, als Dankeschön. Kraftbolzen. Okay. Auch wenn ich Stunden nicht da bin, lese ich meinen Namen im Chat. Was ist eigentlich mit euch? Du bist immer Thema hier. Sehr schön. Dein Name, ja. Trending worldwide, würde ich sagen. Wir lästern über die. Probieren wir nochmal Tiger. Ging bestimmt darum, dass ich das kleine Känguru bin, ihr Penner. Nein, nein, eigentlich gar nicht, nein. Es ging eigentlich ging es um den Gummijet. Eigentlich ging es um den Gummijet, ja. Habe ich schon eine Frucht oder warum will er es nicht nehmen? Ja, und Ferkel ist er auch, genau. Warum geht denn die Frucht nicht? Hä? Der will die Frucht nicht nehmen. Interessant. Es gibt so besondere kleine Baumstämme, die wie Knöpfe sind. Geh da mal ran. Die da? Oder was meinst du mit Knöpfe? Ah, okay. Was passiert jetzt? Ah!
Ah, das ist passiert. Okay. Oh, oh, oh. Ist die gerade runtergeflogen? Nein. Ja, und jetzt? Ah, okay, okay. Ich verstehe. Ja, darauf muss man auch mal kommen. Mit Riederz. Sehr schön. Du. Spoiler! Macht nichts, das ist nicht so tragisch. Das hat mir geholfen. Das war ein Zeitsparer. Aber gut, vielleicht. Warte mal. Vielleicht kommt man da auch so hoch, ne? Interessant. Ups. Spoiler, Riku ist Yoda. Das wollte ich jetzt nicht wissen, hallo? Oh, shit. Bann bitte. Bei dir bringen Zeitsparer nichts, weil du die Zeit woanders vertrödelst. Das kann gut sein, ja. Das streite ich nicht ab. Das streite ich nicht ab. Das gleicht sich dann aber wieder aus, ja, ja. So. Jetzt, springen wir da wieder hoch. Jetzt will ich nämlich... Ja, ja, ja. Das ist interessant. Wie kommt man da am besten hin? Aha! Musste springen, damit sich das ausgeht. Okay. Dunkelmaterie ist schön. Nochmal. Kommt man darüber? Nein. Glaube ich nicht. Ach! Warte mal, kann ich wieder abgeben? Nein. Habe ich hier abgeben vorhin. Aber ich lege mich nun zu Bett und wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles klar, Kondobi. Mach's gut. Gute Nacht und bis die Tage, ne? Warum? Okay, ich denke mal gerade, warum will er die nicht nehmen? Hallo? Haben wir hier auch noch irgendwas? Ich glaube, wir haben alles. Oh, GZ, Kriux und Fini. GZ, GZ. Sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Zumindest sehe ich nichts mehr.
Ich glaube, ich habe alles. Ah, eins schaue ich noch nach. Na? Will er nicht mehr? Heißt das, ich habe alles? Lässt er mich nicht mehr hoch? Nois, ich komme nur mehr beschwipst zum Braten. Sonst gewinne ich nie. Ah, geht doch noch. Vielleicht ist das das Geheimnis. Und jetzt verkacke ich natürlich. Habe auch gesoffen, Kriux. Ja, gewisse Parallelen. Ich sehe, es gibt Parallelen. Hier hinten nichts. Okay, passt. Ich glaube, wir sind hier fertig. Hui. Das ist kein Honigbaum. Schade. Okidoki. Dann gehen wir wieder. Also ist es das Geheimnis. Ja, das kann gut sein. Mithril, sehr schön. So, hier haben wir noch eine Stelle weiß. Hier ist, glaube ich, auch... Na, hier ist nichts. Aber hier könnte eventuell noch was sein. Beziehungsweise bei dem Baum... bei dem Baumhaus da. Und hier eventuell? Ich weiß es nicht. Speichern wir. Sehr gut. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse es für heute. Ich möchte jetzt keine neue Welt mehr anfangen. Dafür ist schon zu spät, denke ich. Das hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Ja, ich denke schon. Speichern wir hier nochmal und dann wird gut sein für heute.